Jo Leute, was geht? Wir sind hier wieder zurück bei Need for Speed und ja, wir haben hier unsere Nachrichten, unsere Aufträge rechts und gucken wir, was wir als nächstes machen. Genau. Wir sind hier in der Gegend, dann würde ich sagen, machen wir auch gleich das Rennen hier. Wenn wir hier schon Franklin Terrence sind. Und Manu ruft an. Was will er denn? Wenn dir Spike auf die Nerven geht, kenne ich eine Killerstelle zum Heißen. Nicht weit weg, komm einfach, wenn du Zeit hast. Wir sehen uns. Bis später. Gut. Haben wir dann das nächste Rennen so gesehen schon? Aber wir machen das jetzt erstmal von Spike. Wir will ja ein 1 gegen 1. Dann drehen wir einmal hier und dann ziehen wir den anderen kurz ab. So. Turbojagd-Light. Event starten. Fahre das Sprintrennen mit Brian. Da bist du ja. Okay, Großer. So, nach dem schwarzen, ne? Schwarzen Subaru nach Supra oder was er da hatte. Ach, und Nitro füllt sich. Ah, okay. Am Anfang von Rennen hat man nie volles Nitro. Gut zu wissen. Also auch immer die Cops, die gerade versucht haben, das war mega scheiße. Mega scheiße. Ich hoffe mal, ich krieg den Kontrollpunkt jetzt mit. Ja. Gut, das war die dritte. Wir sind mit der dritten Verfolgung entkommen. Dann müssen wir noch eine, dann haben wir die Daily auch geschafft. Also eine Scheiße, ich zusammenfahre. Das ist ja wirklich epileptischer Anfall. Ach, meine Fresse. Oh, das war irgendein anderer Spieler, der einfach randommäßig umgefallen ist. Das finde ich noch etwas dumm gelöst, dass einfach hier random Spieler rumfahren und die irgendwo reinfahren können. Da haben wir nämlich die Challenge geschafft, wie ihr links oben gesehen habt, und haben ein neues Level erreicht. Hochleistungsinjektor haben wir freigeschaltet. Und stark dann Auto, fährst du quer, siehst du mehr so wie gerade um die Kurve. So, Brian, haben wir jetzt gleich wieder. Oder auch doch nicht, Nitro. Nein, das ist scheiße. Das ist scheiße, dass wir jetzt verloren haben. Fährst du einen Hovercraft? Großartig. Einzeldrift. Ey, cool. Schönes Sprichschema. Gut. Turbojagd. Fehlgeschlagen? Ne, erfolgreich. Was ist das denn? Muss man denn nicht mal gewinnen? Ich dachte, du hättest Brick. Nicht schlimm. Er ist ziemlich gut. Peace. Ja, gut. Gut, schade. Aber dann gucken wir mal weiter, wie es aussieht. Gucken wir. Ach, wir sind hier hinten. Perfekt, dann fahren wir gleich mal das nächste Rennen für Amy. Alter. Dann wird wohl doch nichts raus, in jeder Runde zwei von einer Fraktion zu machen, beziehungsweise in einer Klasse. Wir fahren einfach querfeld, was wir gerade sehen. Sind in der Nähe, also fahren wir es auch. Gewinne das Sprintrennen mit Amy. Okay, achte auf den oberen Bereich, dann ist alles gut. Oberen Bereich? Oberen Bereich? Nur das Sprintrennen mit Amy. Ah, gegen Amy. Also. Die nette Amy. So.
immer Gas. Aber wie gesagt, es sieht wahrscheinlich so aus, als ob es hier einfach der Kaugummi-Effekt wäre. Bei den ganzen Gegnern, das heißt, dass sie, sobald man zu weit hinten ist, automatisch langsamer werden die Gegner. Und dass du halt aufholen kannst. Also sieht stark nach da aus. Ich kann da nichts sagen, aber. Mal gucken, das wird sich bestimmt noch zeigen. Im späteren Verlauf, wie es dann letztendlich aussieht. Amy ist schnell. Amy ist richtig schnell. Verziehen Sie schon selbst zusammengebasteltes Auto oder was? Wir kommen näher, Amy. Wir holen dich. Wir kommen von hinten und überholen dich einfach. Übelst der Geschwindigkeit. Weil wegen Windschatten bestimmt. Aber das Dumme, was ich letzte Folge schon gesagt habe, es ist einfach immer Regen, damit es geil aussieht, die Autos. Und ich habe auf die Straße geguckt. Und es ist immer Regen und immer Nacht. Das ist eigentlich mega scheiße. Weil ich gerne noch mal was am Tag sehen würde, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich schon mal Tag gesehen habe im Spiel. Also das ist so eine Sache, aha, Spiel. Hast du nicht so gut gemacht. Aber ja, die wollen halt mit der Nacht und mit dem Regen, wollen die halt die Spiegelung wahrscheinlich jetzt anregen. Alles mit dran, dass es geiler aussieht. Aber ja, kann man nichts dran ändern. Und noch eine Sache, die ganzen DLCs, die auf der Xbox und PS rausgekommen sind, sind für den PC leider noch nicht da. Komischerweise. Eigentlich hätten wir ja Hot Rods und erweiterte Garagenplätze. Okay, und es geht auch so ohne Griff, ohne Handbremse. Also sowas denke ich mal, kann man besser mit der Handbremse machen. Dann etwas Nitro geben, dass die Amy nicht rankommt. Und dann auch noch gewinnen. Ne, da vorne ist es. Amy, weg. Jetzt haben wir gewonnen. Ja. Endlich! Ein Erfolg haben wir auch freigeschaltet, gleichzeitig Anfangstage. Toller, toller Fail. Autoteile und Sachen auf der ganzen Strecke, das kommt in die Nachricht. Okay, wenn du meinst, ich habe da keine Autoteile gesehen. Aber gut. Wir haben es geschafft. Kriegen Unmengen an Punkten und sind Level 10 endlich. Und Robin ruft an. Hey, Robin hier. Ich teste ein paar Stellen um die Bay herum. Machst du mit? Okay, vielleicht sehen wir uns, ja? Na, Turbolader, Zylinderkopf 9. Oh, das war das Falsche. Da wollte ich rein. Dann kommen wir in der Verfolgungsjahr so. Das müssen wir alles machen. Gut. Wir gucken uns aber an, ob es hier irgendwo. Ach, hier geht's hier noch. Weiter nach oben, wusste ich gar nicht. Ah, wusste ich gar nicht, dass er nach oben weitergeht. Wo ist denn hier? Da hinten ist sie. Oh, das ist aber ein langer Weg. Aber ich würde sagen, scheiß drauf, fahren wir mal nach hinten. Spike, derzeit der Fünfer. Wird nicht einfach, also sieh zu, dass deine Karre was kann. Lass dir vielleicht von Elf helfen. Die Typen meint's ernst. Genau. Bis später. Gucken wir mal, was für neue Karre wir uns kaufen können. Ja, Amy, du sollst besser zurück. Gut, dann fahren wir halt hier hoch. Na. Scheiß Kreis. Gib mir das Gas, das Nitro. Go get it. Kopf sind nämlich schon weg. Auch wieder gut. Oh, wir sind im Gegenverkehr. Verkehr. Gut zu wissen. Gucken wir mal, wie wir wieder volles Nitro haben.
gefällt es, dass Nitro sich springt und sich nicht langsam aufdreht, wenn man hier an sowas vorbeifährt. Dann macht sich jetzt so richtige Sprünge nach vorne. Wir fahren weiter. Weil das Nitro verbrochen. Okay. Ich weiß ja nicht, ob man die Schrauberpunkte jetzt nur mit Nitro kriegt oder ob man die auch mit anderen Sachen kriegt halt. Immer die Schwarzen. Alles klar, was ein schönes Gespräch das jetzt war. Ja, man muss sagen, Menu ist ja, so wie es aussieht, vom Latino-Bereich, wo er herkommt. Mal gucken, was sich da ergibt. Vielleicht stirbt der Schwarze wieder zuerst. So wie in fast jedem Spiel, aber mal gucken, wie es aussieht. Ah, jetzt geht's los. Der Pentinen. Auf geht's nach oben. Okay, das war zu viel. Das war zu viel Bremse, Handbremse. Gucken wir mal, wie wir das jetzt hier machen. Das war zu wenig. Das war die nächste Wand, das war zu wenig. Na, zwei haben wir noch, oder? Auch wir haben noch mehr. Können wir es nochmal probieren. Auf geht's. Bis wir den perfekten, na okay, bin ich bis wir oben angekommen. Ja, wollte Art nicht kommen. Jetzt kamen wir gerade eben. Auch scheiße. Ach Mann. Ne. Wieder nicht. Och nö. Jetzt. Das war doch schön. Einigermaßen am Anfang zu etwas die Mauer geküsst. Ah, ja. Etwas kommt jetzt. Etwas geht. Immer besser. Ich habe bestimmt wieder gleich die Serpentine runterfahren. Auf, wenn ich im Schuh ist. Gucken wir mal, was die liebe Robin dazu Faseln hat. Fahren dank eine Route durch Kontrollpunkte und sammle Driftpunkte je nach Geschwindigkeit und Winkel. Und erwische Driftziele um mehr Punkte. Ja. Gut, also wird es sich sehr betrieben wieder runter sein. Oh, this one.
darf nirgends ankommen. Ah. Aber bin ich mir gerade im Weg mit ihren M3E46 oder was war der alte? Ah, ich darf nirgends ankommen, das sollte mir überhaupt jemand sagen. Geht das jetzt so wie bei der Crew oder was? So aus den Stand Sachen, was? Ach du meine Fresse. Aber es geht langsamer. Dann zerbricht das Zusammenhängende. Aber wir haben es geschafft, wir haben fast das Doppelte von den Punkten gehabt, die da waren. Bulldozer, voll abgeräumt. Großartige Zerstörungslauf. Okay. Gut. Nice, Level 11. Also nächstes Level. Läuft bei uns richtig. Eine neue Nockenwelle können wir reinmachen. Wie viel Geld haben wir denn? Amy, Robin Hood an. Ich leg noch einen drauf mit einem Zeitfahren. Freue mich über Gesellschaft. Sehen wir uns später? Okay, bye. Gut, da hätten wir das nächste. Alles hier gleich. So, aber ich hab's markiert, aber das Event machen wir in der nächsten Folge. Die seht ihr morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, Leute.